Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Hua! So, du Viech. Auf geht's. Wir erschlagen, wenn's gut läuft, diesen Schakal. Wenn's gut läuft. Au. Okay, er hat mich getroffen. Ich sag schon von mir aus au. Ray, du darfst auch mal. Ja, Gott sei Dank. Schlägst du mal zu. Weil und ja, auf Skoschen. Ja. Hua. Wie das Mistviech jetzt auf uns abgesehen hat, auf die Schwache. Wow. Ja, flieg hoch. Wir müssen mal was trinken. Ja, das ist schon besser. Ray! Oh, das hast du fein gemacht, Ray. Ja. Und es regnet irgendwie. Es gibt so einen komischen. Es regnet gerade Buff. Bug. Irgendwie kann sich der Regen gerade nicht entscheiden, soll er oder soll er nicht. Da ist ein Lagerfeuer. Warum ist hier ein Lagerfeuer? Und warum ist hier niemand? Ich hab gedacht, da gibt's eine Quest. Naja. Rohes Fleisch. Sprenggranate. Die Axt wäre cool. Die ist sicher schärfer als das, was wir haben. Und Lagerfeuer. Wir werden diese Suppe da mal kochen. Fünfmal dürfen wir die kochen. Bitte gern. Machen wir glatt. Die Drüsensuppe dürfen wir auch schon kochen. Ja, super. Hochleistungssuppe geht auch schon. Ja, prima. Und das gebratene Fleisch. Da könnten wir vieles machen. Ja, machen wir einfach da. Ne? Das Fleisch, freilich, machen wir auch. Super. Ja, das freut mich. Dann werden wir das Fleisch auch gleich wieder ausrüsten. Jetzt muss ich nur kurz schauen, wo das dabei ist. Hier beim Futter, ne? Ah, das sind nur Rezepte, ne? Das Essen selber ist da nicht, ne? Na. Ist es hier irgendwo dabei? Warte, ich muss mal wieder schauen. Heilen, natürlich, beim Heilen, oder? Oder? Na, das sind nur Fähigkeiten, ne? Ich denke immer, das ist fürs Heilen. Ja, sag einmal, jetzt finde ich das Essen immer an. Da. Habe ich es jetzt gefunden? Gebratenes Fleisch, na bitte, geht ja. So. So, und auf die 4, da kommt das Essen hin. Sehr fein, sehr schmackhaft, super. Einmal das Fleisch. Ich soll ein bisschen umrüsten vielleicht, ne? Ein bisschen mehr zum Essen. Wartet. Dass wir mehr Möglichkeiten haben. So, hier Essen. Trockenfleisch braucht man nicht. Das Wasser auch nicht, das schimmelige Brot auch nicht, der starke Schnaps. Wo ist denn unser Süppchen? Da, die Suppe. Hochleistungssuppe. 50 Gesundheit stellt sie her. Regenerationsdauer 20 Sekunden. Selten so ein widerliches Fleisch gesehen. Allein der Anblick verleitet dich dazu wegzurennen. Schön. Asselfleischsuppe. Residenzstrahlung. Echt, das ist auch nicht schlecht. Wenn wir uns aufsparen. Gesundheit gibt es 20. Regenerationsdauer 20 Sekunden. Schleimig und widerlich. Vitaminreich, haben es vergessen zu schreiben. Schleimig, jedoch vitaminreich. Und die Drüsensuppe haben wir eh schon mal gehabt. Jeder weiß, dass Medizin nicht schmecken darf, wenn sie wirken soll. Jawohl, Giftresistenz, gut zu wissen. Gut, dann belassen wir das mit dem Fleisch, wo wir gleich ein schmackhaftes Stück uns gönnen tun. So, Schlafsäckchen gibt es hier keines, glaube ich. Schaut nicht so aus. Dafür haben wir ein kleines Heilkräutchen. Ja, und wir marschieren dann einfach frisch fröhlich weiter. So, wir speichern. Gott sei Dank gibt es zwischendurch diese Lagerplätze. Die sind echt viel geholfen, muss ich sagen. Da kann man mal super sein Inventar aufrüsten. Mit Essen zumindest. Manchmal kann man auch schlafen. Das ist echt nicht schlecht. La 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 la. La 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 la. Ah ja, das wollte ich auch noch schauen. Falscher Knopf. Wie schaut man aus mit Attribute? Wir können echt so 10 oder so aufwerten. Aha, erhöht die Lebensenergie. Konstitution wollte ich mal schauen. Ich habe es wieder vergessen bis vom letzten Mal. Und die Stärke ist mehr zum Draufschlagen, ne? Ja, ja.
Nahkampfschaden und ermöglicht dir, bestimmte Gegenstände zu benutzen und Fähigkeiten zu erlernen. Würde ich sagen, machen wir da gleich mal auf 30. Zahlt sich aus. Das passt schon mal. Kälte intuitiv. Aha. Jo, ich würde sagen, übernehmen. Tschak. Sehr gut. Jetzt können wir schon ein bisschen fester draufhauen. Das ist ja schon mal was. Auch stumpfe Gegenstände können wehtun, wenn man nur fest genug damit draufhaut. Ja, also... Wolfskraut. Schau, schau, schon schone. Muss ich mir echt ein bisschen genauer umschauen da. Da wächst ja was. Aha. Das schaut mir so nach einem Trampelpfad aus, ne? Tap, tap, tap. Oh oh, ich sehe schon wieder was. Ob Ray mit dem Viech fertig wird, ich habe keine Ahnung. Ist es nicht wieder so ein schweres? Probieren wir es halt einfach mal. Schade ist, dass man seinen Begleiter nicht auch ein bisschen leveln kann, ne? Also Fähigkeiten verbessern kann, aber vielleicht geht es ja auch automatisch mit, wenn wir stärker werden. Hallo, du Viech. Oh je. Ein... Was bist du? Ah, das war wieder so ein... Ich mach mich tot, Viech, glaube ich, ne? Wieso ist jetzt sein Balken weg? Okay, es dürfte gehen. Es hat mich noch nicht tot gebissen mit einem Schlag. Ray, machst jetzt auch mal was? Hallo? Das ist ein Problem. Es geht, es würde gehen. Wenn Ray auch mal sich entschließt und da... Au! Okay, ich muss aufpassen. Ich tue mal das Beste, was ich kann. Ich laufe mal weg. So, und trink mal was. Sehr gut. Und dann gehen wir gleich wieder unseren Freund helfen. Ja, wenn ich was treffen würde einmal, ne? Ah, jetzt haben wir was getroffen. So, Ray, du bist dran. Setz Donnerblitz ein. Keine Ahnung. So. Der Gegner setzt erfolgreich die Au-Attacke ein. Jawohl. Aber wir sind auch nicht so schlechten Eltern. Zumindest nicht heute. Aha. So. Zack, zack, zack. Und zack, und zack. Okay, B wäre gegangen. Das habe ich jetzt gründlich versaut. Aber vielleicht, zack, nichts gerochen, glaube ich. Zack, 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 zack. Zack, gleich dahin. Jawohl. Gut gemacht, Ray. Brav, Ray. Sehr gut. Her mit dem Zeug. Können wir dich auch looten? Ja, super. Super. Na bitte, das hat sich ja voll ausgezahlt. Dann werden wir sagen, du mal speichern. Ja, das haben wir uns verdient. Super. So, kommen wir langsam zu unserem Level up. Nach 20 Jahren dann mal. Sehr gut. Wo müssen wir hin? Darüber eigentlich. Wieso renne ich hier runter? Ich habe keine Ahnung. Weil ich es kann. Jo. Oh, oh. Spinne. Spinne hat uns, glaube ich, gesehen. Ich laufe mal weg. Böse Spinne. Pfui. Oh, ruck. Da. Da, 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 da. Ich laufe da lieber weg. Spinne ist ungesund, wir wissen's. So, warn dich. Knurrt da schon wieder was rum? Wir wollen nur unsere Ruhe haben. Puh. So. Leg sie weg. Ah, da geht's zu einer Mine da drüben. Sehe ich gerade. Ungut, wenn da Sachen knurren. Ich schaue mir kurz nochmal da drüben um. Ich weiß, ich werde wieder sterben zu 90%. Aha, da drüben ist eine Pestratte. Die können wir uns dann auch gleich krallen. Das schaut hier voll schön aus, ne? So ein bisschen bepflanzt und so. Ich finde die Wüste echt hübsch hier. So, tun wir wieder speichern. Und dann schauen wir uns mal das Gebäude da an.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sterbe gleich wieder. Hallo. Wir sind ein Reisender auf dem Durchweg. Durchgang, keine Ahnung. So, jawohl, das hätte ich schon mal. Zu einfach. Ach, jetzt komm. Energieriegel, kleiner Alex-Trank und Eisenerz. Wir nehmen alles mit. Oh, das scheint hier eigentlich unbewohnt zu sein. Ja, volle Hütten, da können wir sogar pennen. Ein Spielzeugauto, eine hübsche Vase. Die schaut aus wie die von meinem Papa, die er zu Weihnachten, zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Klopapier. So. Wir wissen ja, Klopapier ist sehr wichtig. Elixitbeutel hätte ich fast übersehen. Sollen wir schlafen gehen? Ah, ist nicht zu spät, oder? Wird schon dunkel? Noch nicht. Aber die Hütte können wir uns vielleicht merken. So. Dann würde ich sagen, die Pestratte sieht doch einladend aus für unsere Erfahrungspunkte. Ja, ja. Au! Ja, die ist so hässlich. Wir lösen die zu deinem Leid. So, geht ja. So, her mit dem Zeug. Gut. Da haben wir ein Pflanzerle für uns. Ein Heilkräutchen. Da unten gehen Winde. Hat jemand Blähungen? Na, Spaß, Entschuldigung. So, wir gehen weiter. Irgendwie so in die Richtung mal. Ah, halt, da ist noch eine Heilpflanze. Das können wir immer brauchen. Ich freue mich ja schon, wenn wir diese Chemie können, diese Chemie. Also nicht Alchemie, sondern Chemie. Vielleicht können wir dann auch tolle Heiltränke basteln. Aha. Wir müssen darüber. Aha! Was haben wir denn da für ein tolles Bauwerk? Ist das eine Mine? Auf jeden Fall wäre mal so ein Teleporter nicht schlecht. Könnte, würde ich die Alps hier antanzen lassen und ins Meer treten. Nur müsste ich mir wohl ein zweites Paar Stiefel für das Vorhaben zusammenkratzen. Ja. Bin erfreut. Keine Ahnung. Ich suche hier verzweifelt nach einem Teleporter, nach einem möglichen. So von der Ferne erspähend. War zweifelst runtergefallen. Super. Ich kann das. Wieder ein Schlafsackerl, eine Zigarette. Nehmen wir mal das mit, was wir so kriegen können. Was haben wir da? Eine Reisetasche. Aha. Energieriegel, kleiner Heiltrank und reines Alex. Das nehmen wir natürlich alles mit. Zigaretten haben wir auch schon alle. Schaut so aus, ne? Boah, jetzt aber echt so ein Teleporter wäre jetzt echt nicht schlecht. Aber da ist irgendwie nichts. Ah, da unten ist auch scheinbar ein Eingang. Liegt da jemand? Na, das war nur ein Stein. Oh doch, da liegt echt was. Ein Outlaw, ein Toter. Aha. Zigarette, ja. Der hat wohl das letzte Mal geraucht. Da vorne ist noch eine Pestrate, die holen wir uns auch noch. Dann hoffe ich mal, dass es hier mal einen Teleporter gibt. Oh, da hinten ist ein Schakal. Ah, es schaut nach einem Jungen aus. Na, nein, was jetzt nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Boah, was will ich geben für ein besseres Schwert? Oder eine Axt? Haha, nichts erwischt. Sehr, sehr gut. Tada! So, speicherungswürdig, würde ich mal sagen, vielleicht, aber machen wir mal. Ja, Teleporter wäre halt echt fein. Wir sind ja echt schon weit gereist. Vielleicht ist da ganz oben was. Boah, das ist ein riesengroßes Bauwerk.
Jetzt sehe ich das erst. Stuckschwert. Boah, das geht weit. Jö. Na? Na, du? Okay, das ist ein großer Schakal. Ich dachte, es wäre ein Junge. Nix da. Ich habe mich jetzt voll fressen lassen von dem Viech. Wow! Okay. Ja, ja, ich bin selber schuld. Ich dachte, es wäre ein Junge. Ich bin einfach drauf losgestürmt und wollte mir hinten eine reinhauen. Aber da hat sich herausgestellt, dass es ein großer ist. Also ein normaler Schakal halt, ne? Das war nicht so gesund und auch nicht gescheit von mir aus. Ray, Fass. Der Ray, echt. Machst du mal Haue? Ja, so geht das, Ray. Brav. Zack, und geh. Horeka! Wow. Wow, du bist Viech. Ray, hau zu. Hau zu. Mach's kaputt. Sehr brav, Ray. Sehr brav. So. Ich esse mal was. Jo. Muss auch mal sein. Sich stärken. Da können wir wieder speichern. So. Und dann schauen wir mal, ob wir hier nicht vielleicht doch noch einen Teleporter finden. So, ab. So weit weg. Wäre auch ein bisschen komisch, ne? Aber es wäre halt echt eine Wohltat, mal wieder einen Teleporter zu finden. Alle Teleporter-Hände hoch. Ja, vielleicht hilft's ja. Was wächst denn hier bitte? Aha, da ist gerade ein Stein scheinbar runtergefallen. Schauen wir mal, was es da oben gibt, außer den Tod. Naja, das war mal ein Lager. Das plündern wir jetzt gerne mal aus. Das war gar nicht so schlecht, hierher zu gehen. La-di-da-di-da, la-di-da-di-da. Ja, mit diesem Grafel. Gutes Messer, ja. Hui. Ich will jetzt aber nicht wissen, was das für rohes Fleisch ist. Oh, Kannibalismus. Auweia. Das ist echt eine komische Pflanze da, oder? Hoffentlich bewegt die sich nicht, da schrecke ich mich voll. Naja, gut. Das hätten wir auch schon mal erkündet. Es ist aber echt eigenartig, dass jetzt längere Zeit schon kein Teleporter mehr war. Da vermisse ich glatt die Teleportsteinchen, ehrlich gesagt. Die man dann von Fraktion zu Fraktion geschenkt bekommen hat. Als dass man hier so blöd in der Gegend herumsuchen muss. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Dann schauen wir uns das Gebäude dann. Aus wie es ausschaut, ist derweil hier eh nichts. Man weiß ja nie, ne? Übersehen tut man hier gleich mal was. So wie ich. Könnt ihr euch sicher noch dran erinnern. Den Teleporter in Goliath übersehen habe. Oben beim Anführer. Der ist aber... Oh, was habe ich gepult? Ich will nichts pullen. Ich will mir nur die Gegend hier anschauen. Ach, da schaut es noch nichts aus. Aha. Da unten wäre wieder ein kleines Lager. Ob das so gesund ist? Wir könnten es ja mal herausfinden. Ein paar Sekündchen hätten wir noch hier im Part. So, schauen wir mal runter. Mehr sterben können wir nicht. Oh, ja, zahlt sich ein bisschen aus. Oh, das Lagerfeuer noch. Können wir da mal schon wieder da sowas kochen? Was. Nein.
irgendwas anderes. Das, die Hochleistungsdinge können wir kochen. Machen wir gern. Und das restliche Fleisch nehmen wir auch noch. So, geht ja. Super. Und schlafen tun wir auch gleich. Genau. Bis zum nächsten Morgen pennen wir mal. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.